Leute, SpongeBob Schwammkopf, weiter geht es. Wir bei Song von A. Eine Erfrischung! Ich schau mal. Warum will ich euch jetzt doch zeigen? Es gibt zum Beispiel noch eine Socke. Dort ist allerdings nicht sehr schön. Da links ist eben noch irgendwo hin. Shit, man! Ich glaube, ich weiß, wo der Schneemann ist. Da links war gerade eine Gabelung. Da war ich noch. Okay. Ich weiß jetzt, wo er ist. Jetzt bloß nicht runterfallen, das ist gerade dreimal passiert, weil ich ziemlich für heute bin. Nicht zur Aufnahme fehlt ja eigentlich. Das ist
Welche Schilder am Anfang? Drei Socken, ein Schneemann. Flunderhügel gibt es 1, 2, 3, 4, 5 Socken. Da habe ich noch gar nicht alle. Ach nee, das sind die ganzen Dinge. Schon besser. Zack! Leg dich niemals mit Texas an. Je glänzender, desto besser. Das
Schaffen wir es ja wieder zwei Stück bei Mr. Krabs abzugeben. Idiot! Kaum zu fassen, dass ich SpongeBobs Unterhose trage! Autsch! Okay, schon besser! Da wo ich vorhin runtergesprungen bin, müsste ich jetzt nach rechts. Da müsste es sein. Fun,
grüne Erfrischung. Gleich am Anfang die ersten Kontakte die ganze Zeit. Da vorne ist er und ich habe die ganze Zeit nichts gesehen. Das hier war der Schneemann. Und ich habe auch da gar nicht hingeguckt, ehrlich gesagt. Das war der Sandmann, den ich die ganze Zeit nicht hatte. Der war eigentlich, wenn man da jetzt hinguckt, so offensichtlich. Der war so übelst offensichtlich. Stelle geben, die ich mir verkackt, wenn ich jetzt springe, habe ich. Ja. Mann, Patrick freut sich sicher, das zurückzubekommen. Endlich. Niemand ist. Okay, let's go. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Geschenke öffnen ist klasse. Das hätte auch noch funktioniert. Bin ich zufrieden. Ich nehme hier die Abkürzung. Ich hoffe, das wird schon reichen für die Seite. Mm-hmm.
aber es reicht nicht. Nicht mal anhören. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Ich dachte eigentlich gerade, ich bin ziemlich aufgefahren. Das war eigentlich mehr oder weniger fehlervoll. Okay, jetzt zweites Trampolin mit Sandy. Gibt's was? Machen wir das jetzt erstmal. Muss ich wirklich Patricks Socken mitnehmen? Okay. Trampolin links, zweite Trampolin, Schneeball von zerstöre alle 8. Kann ich schon mal gucken, ob ich das kann oder nicht. Aktivieren den Schalter.
Ernsthaft? Dann hatten wir auch genug Sandrutsch. Ja, noch eine Folge mit dem mache ich nicht, selbst wenn ich jetzt nicht schaffe. Nicht, da ist er! Ja, Patrick wird sich wohl darüber freuen. Da ist der Socke. Wir haben alle Socke. Es fehlt nur noch den Larry zu besiegen. Spongebobs Unterhose trage. So, müssen wir auf Spongebob gehen? Er hat nicht mehr Speed. Niemand! Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Let's go, jetzt komm, mach es. Egal wie, mach es. Ich verstehe auch nicht, dass das alleine schon die Zeit bringt. In der Theorie war das jetzt schon die erste Ankündigung. Geschenke öffnen ist klasse! Komm schon, jede Wette drauf ein. Das sind schon die 3 Sekunden, die jetzt das Spiel mindestens.
Mann und ist wieder. Und jetzt fange ich wieder nicht von neu an, oder? Das kann es einfach nicht sein. Es kann 998, nicht 999, sein. 1000. Bereit oder nicht, ich komme! Ich werde noch ein an mich sprechen muss. Ah, jetzt habe ich gerade hier was eingegeben. Wie muss ich denn lang fahren am besten? Aber ich glaube, das ist eine ganz gute Idee, wenn ich den Weg Ouch! Ouch! Los, SpongeBob, es ist dein Geburtstag! Schwierig zu gucken und zu fahren gleichzeitig. Ich hab keinen Bock. Frisch wie eine Frühlingsbrise. So, gib mir eine Minute. Ich guck, wo es lang geht. Okay. Nimm das!
gerade jetzt die Schnellste voll hier. Vielleicht 100% tiefer. Ich merke das, schaut es nicht an. Aber es schafft. Ich hab wieder den Typ nicht angesprochen. Ich hab wieder den Typ nicht angesprochen. Alter. Zeit doch wieder. Krieg ich eigentlich noch einen zu sehen? Dann vergesse ich jedes Mal, den blöd anzusprechen. Ich komme total irre mir vor. Total doof. Warum? Die Strecke läuft noch neben mir, deswegen 2 Minuten 12 dauert die. Schenke öffnen ist klasse! Zu hübsch, ich halte es nicht aus. Ich finde die Map geil, aber es ist mir jetzt zu viel. Alter, die Zeit läuft schon wieder nicht. Warum rede ich diesen Blödmann eigentlich nicht an? Okay, das ist jetzt die letzte Probe. Also das hier ist eigentlich jetzt der Weg, den ich jetzt hier gerade frage. Er wäre genauso jetzt machbar. Okay. Wie schnell die jetzt halt jetzt war, weiß ich nicht. Ich werde jetzt genauso fahren. Und hoffen. Und hoffen. Und hoffen. Und hoffen. Und hoffen, dass die Menschen gleich vorbei sind.
Niemand. Okay. Los geht's. Man nennt mich auch Schwamminator. Wo ist mein Schwamm? Ich muss mich konzentrieren. Gott sei Dank, endlich. Glückwunsch, SpongeBob, du hast meine Bestzeit geschlagen. Das war's, interessant.